Morgen, ich bin's, eure Abigail. Okay, so. Dieses Mal die Kamera etwas stiller halten. Und zwar bin ich gerade mich am Fertigmachen, weil ich zu den About You Awards fahre nach München. Und die Zeit rennt. Ich habe jetzt nur eine Viertelstunde, um mich fertig zu machen. Ich habe wenigstens schon mein... Sieht man jetzt nicht wirklich, aber ich habe wenigstens schon mal mein Outfit an. Und ich werde da auf die anderen Mädels treffen. Und deshalb dachte ich mir so, ich vlogge das mal, damit ihr bei der Reunion dabei sein könnt. Und ich treffe gleich am Flughafen schon Gerda. Sie kommt ja auch aus Köln. Und ich freue mich schon, aber ich muss mich jetzt mal beeilen. Das Wetter, aber mal schauen. Oh nein! Es soll heute regnen. Aber da wir eh den ganzen Tag eigentlich in dem Saal sind, ist es dann okay. Die Outfits müssen ja nur für drinnen gut aussehen. Oh, ich bin jetzt hier auf Gerda getroffen. Und das sieht auch voll gut aus, wie ich aussehe. Einfach so. So eine Leiche. Und wir warten jetzt gerade. Also was heißt wir warten? Das Boarding hat eigentlich schon angefangen. Ja, wir sollen lange gehen. Jetzt los. Genau, bis gleich. Ja. Wir sind jetzt in München und müssen warten auf Geras Koffer, weil sie ihren Koffer unbedingt abgeben musste. Ja. Und ratet mal, wer nicht nebeneinander saß. Wie Hauptsache, sie saß so drei Reihen hinter mir, rechts irgendwie. Sabella. Ja, mega. Aber jetzt haben wir uns ja wieder. Wir freuen uns auf heute Abend. Ja, die anderen sind auch gelandet und ich freue mich auf die. Ja. Wo gucke ich eigentlich hin? Irgendwie so nach oben im Himmel. Guckst du eigentlich auch immer da rein? Ja, ich guck nie da rein. Das ist so eine Verführung. Klein. Das erste Gepäckstück kommt und ich hoffe, das nächste ist von Gerda. Oh mein Gott, ich habe Schare wieder. So, in Action hier. Gerda, show us. Ja. Show us some model moves. Wir haben den neuen Fotografen gefunden für die nächste Staffel. So, wir sind jetzt im Hotel angekommen und sieht man das? Nee, das ist verschwommen. Ich muss mal näher ran. Oh mein Gott, eine Candy Bar. Und ihr wisst, ich liebe Süßigkeiten. Ich liebe Essen und ich muss mir gleich erstmal eine Tüte machen. Oder vielleicht zwei. Oder vielleicht drei. Mal schauen. Oh mein Gott. Ich zeig euch gleich das Hotelzimmer. Ich muss jetzt mal kurz nochmal zur Schari rüber. Oh mein Gott. Ich darf meine Hotelkarte nicht vergessen. Ey, Leute, das Zimmer. Es gibt gleich eine Roomtour. Ich habe keine Worte. Das ist das geilste Hotelzimmer, in dem ich jemals war. Es ist unfassbar schön. Hereinspaziert. Ich fange dir ein Happy Birthday. Ja, Happy Birthday. Oh mein Gott. Wie alt wirst du? Wie alt wirst du? 34. Guck mal, das sind Ballons, 34. Nein. Erzähl mal, was ist hier? Ja, also ich bin angekommen und die haben es ein bisschen nett für mich dekoriert zu meinem 34. Und du hast sogar einen Muffin bekommen. Ja. Aber voll geil. Guckt euch das mal mit der Badewanne, wie geil ist das? Also ich habe genau das gleiche Zimmer, deshalb kann ich euch auch einfach das zeigen. Ja, ich habe irgendwie gedacht, das wäre eigentlich nur ein Spiegel, aber nee. Da ist das WC, mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Und bei der anderen Tür ist Dusche, eine Dusche, noch. Also man hat doppelt alles. Ich mache mich jetzt fertig, aber dann trefft ihr auch gleich die anderen alle, also den Rest, der noch dazu kommt. Und ich snacke hier gerade die Süßigkeiten. Wir haben jetzt 2:30 und um 2:30 werden wir abgeholt, also habe ich jetzt noch 2 Stunden für alles und
Ich hoffe, das reicht. Erstmal Musik an! Leute, ich bin fertig und in 5 Minuten treffen wir uns und puh, das war jetzt wieder so ein richtiges Last-Minute-Ding. Ich zeige euch jetzt mal im Spiegel, wie mein Kleid aussieht, weil ich nicht weiß, ob ich das schaffe, gleich, dass jemand mich filmt und euch das zeigt. Und, aber ich werde auch Fotos machen und dann werde ich die Fotos hier an die Seite einblenden, damit ihr das seht. Also so, wir sitzen jetzt im Shuttle. Ich sitze mit Juliana und Shari. Ich kann irgendwie die Kamera nicht richtig halten. Jetzt werden hinten noch die letzten Vorbereitungen getroffen. Pass auf, dass dein Busi nicht rauskommt. Aber ist eben schon passiert. So, wir sind jetzt eigentlich alle vereint und wir waren jetzt gerade auf dem roten Teppich. Okay, hi. Schulu. Hallo, ist ein Pier. Und wir gehen jetzt gerade auf unsere Plätze und dann fangen die Awards auch an. Und ich stehe gerade mit meiner Vorderkamera, weil ich mein Handy nicht mitgenommen habe. Weil ich meine Kamera nicht mitgenommen habe. Aber hier ist besser, dass ich nicht. Wir sind wirklich alle Mama. She's sitting next to Mama. Hä? So, ich weiß gar nicht, ob ihr mich hört. Hier ist, läuft schon ein bisschen Musik. Und zwar sitze ich jetzt schon auf meinem Platz und es ist irgendwie neben mir sind. Achso, ich glaube, die Plätze füllen sich jetzt doch neben mir, weil ich saß jetzt irgendwie die ganze Zeit allein in der Reihe. Und hier unten sitzt auch Gerda. Hallo! Gar nicht richtig getroffen. Oh, voll gut hier, der Winkel. Ja, besser, ne? Und hier hinten sitzen Ivari, Pia, Juliana und alle und sowas. Wir haben nur kurz eine Fotosession gemacht. Hier wird auch noch weiter gemacht. So. That African Queen. Ich habe kein Smartphone. Ich habe kein Handy bei mir. Ja, African Queen. Aber ich habe kein Handy bei mir. You slay girl. I love you. Mädels, was passiert gerade? Oh ja. Wir ziehen uns jetzt um. Bitte die Leute mitnehmen. Bitte die Leute mitnehmen. Wenn die Leute mit. Nicht ausmachen müssen, oder? So, ich bin jetzt umgezogen. Oi. Nicht so eine gute Perspektive. Die anderen auch. Außer Juliana. Toni, wie ist es? War scheiße. Scheiße laufen. Dann laufen wir uns passenden Schuh. Und wir gehen jetzt auf die Aftershow-Party. Ich melde mich jetzt schon am nächsten Tag. Und zwar sind wir jetzt gerade frühstücken. Mit Juliana. Und wir haben uns hier ein bisschen was zusammengewürfelt und essen jetzt. Guten Morgen, ich melde mich jetzt mal mit meinem Face. Und zwar muss ich in 50 Minuten auschecken, aber ich konnte es mir natürlich nicht nehmen zu baden. Ich lasse mir gerade Wasser ein. Werde jetzt eine halbe Stunde baden und dann meine Sachen schnell packen. Denn guck mal bitte, was ich hier für ein Chaos gestern Abend angerichtet habe. Es war so, ich kann nicht reden, es war so stressig.
Ich bin jetzt gerade in der Lobby, wir haben 12 Uhr und um 12.50 Uhr kommt mein Shuttle, leider muss ich hier noch ein bisschen warten. Aber ich bin nicht alleine. Hi. Toni ist auch da, aber die geht gleich. Ja. Und dann, ja. Aber du wolltest dir Süßigkeiten holen? Ja. Candy Bar, und zwar da. Ich bin jetzt zu Hause angekommen und das ist so ein schönes Gefühl. Und es ist übertrieben warm draußen. Es soll eh die nächsten Tage jetzt besser werden und ich freue mich riesig darauf. Ich hoffe, euch hat der Vlog... Ich weiß nicht, wie ich die Kamera halten soll. Ich hoffe, euch hat der Vlog sehr gefallen. Schreibt mir gerne Feedback in die Kommentare. Und dann verlinke ich hier mein letztes Video. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!